Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu The Minish Cap. Es geht wieder weiter hier in unserem Randomizer. Wir sind im letzten Part hier durch den Sumpf gewartet. Sind auch so ein bisschen als Minish rumgedappt. So, ich will jetzt mal ganz kurz gucken. Haben wir jetzt hier überall alles als kleiner Minish untersucht oder fehlt uns noch irgendwas? Weil ich dachte eigentlich, wir haben noch ein bisschen was vergessen, dass man irgendwo noch als Minish hin muss. Also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal rein. Deku-Schild. Sollten wir uns merken. Ansonsten. Hier haben wir alles. Ne, ich glaube, wir haben alles. Nö, hier waren wir auch. Alles klar. Ich glaube, wir haben soweit alles. Bis auf... da oben die Höhle mit dem Deku. Wovon es mittlerweile halt echt viele gibt. Shit, da komme ich nicht lang. Und da komme ich auch nicht zurück. Okay. Ich muss einen anderen Weg gehen. Hilfe! Ja, oben lang. Logischerweise. Ja dann, wir haben ja im letzten Part noch einen neuen Weg freigeschaltet über diese eine Statue. Oder über die drei Statuen, die uns dann den Stein weggefetzt haben. Da komme ich auch nicht lang. Hier komme ich lang. Genau. Und dann müsste es wahrscheinlich dann jetzt zum Tempel gehen, oder? Ruine des Windes. Bomben? Okay. Und da haben wir noch was Schönes zum Wegsprengen. Die Musik ist aber auch cool. Zack. Okay, was haben wir hier? Jo. Grab der Königsfamilie. Ihr meint, glaube ich, das hier ist das Grab der Königsfamilie, richtig? I hope it. Okay, was haben wir denn da? Ah, da müssen wir auch als Minish rein. Oder kann man als Minish rein? Oder? Wie war das? Weil da kann man ja so reinklettern. So, warte, ich gehe erstmal hier rein. Gibt's erstmal wieder eine schöne Schatzkiste. Hallo, der Steinzunahl sind Marionetten, die wir Minish 1 für die Menschen erschaffen haben. Das Geheimnis ist, man kann sie mit dem Schalter ein- und ausschalten. Ah ja. Bomben. Aber warum sollte ich das tun? So, genau. Ah, okay, ich muss den anmachen, damit ich gegen ihn kämpfen kann, klar. Sonst wird das nichts. So. Sehr schön. Shortcut. Und auch hier muss ich als Minish nochmal lang. Aber ich clear erstmal das Gebiet hier. Und ein dunkles Schlossschlüssel. Ein dunkles Schlossschlüssel. Das ist Deutsch. Sag ich euch. So, ja, hier geht's auch überall lang. Was ist das? Auf jeden Fall hier auch wieder als Minish. Okay. Ja, überall irgendwie als Minish, ne? Okay, ich gehe erstmal als Minish hier los. Oder ist das eine kluge Idee? Soll ich erst alles clearen? I don't know. Komm. Wir clearen erstmal. Habt ihr das gesehen? Da war so ein Krabbelvieh. Okay, was haben wir denn auf der Wurzel? Da sind potenziell immer sehr viele Items. Ich habe Hoffnung. Okay, es ist mir nur eins. Und es sind nur 5 Bomben. Mann. Ah, schade. Man kann aber hier alles... den gesamten Weg kann man noch als Minish bestreiten. Ne? Es geht ja hier immer noch weiter. Zack. Hier kann ich mich wieder klein machen.
Muss ich, glaube ich, auch wegen dem Typen. Ja, komm, ich mach mich unten erstmal klein und bestreite den. Oder geht das auch so? Kann ich den Bildschirm wechseln? Jo. Das geht. Dann guck mal erstmal, was wir hier noch machen können. Weil da geht es auf jeden Fall in ein Loch rein. Da unten war, glaube ich, auch noch ein Loch. Jo, nächste Schatzkiste und wieder nur Bomben. Sehr bombenlastig ist der Sumpf. So, was ist hier? Hier geht's einfach nur runter. So. Kleiner Mini-Dungeon. Ja, ein Schlüssel. Das ist gut. Okay, komm. Irgendwas Schönes. Tor des Windes. War das hier, ne? Habt ihr mir gesagt. Das müsste jetzt der dritte Dungeon sein. Das ist sehr gut. Denn da gehen wir ja gleich rein. Da können wir sehr, sehr viele kleine Schlüssel gebrauchen. Da, 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 da. Okay, sehr gut, dass ich hier nochmal reingegangen bin. Ansonsten brauchen wir hier, glaube ich, erstmal nichts weiter. Ja, also ich muss sagen, wir kommen eigentlich aktuell gut voran. Hoffe halt, dass wir dann in dem Dungeon dementsprechend auch gut vorankommen. Dass wir den zumindest so halb lösen können. Und ein paar schöne Items absahnen. So. Ja. Roboter an. Und dann können wir oben gleich noch einen Shortcut machen. Hier lohnen sich halt die Shortcuts auch endlich mal, weil es wirklich sein kann, dass wir wiederkommen müssen, ne? Wegen Schlüsseln und so. So, vier Schläge. Nö, nö. Okay, weiter geht's. Ja, alle Statuen besiegen, kriegen wir zwei Kisten, ne? Wäre jetzt meine Vermutung. Klein machen können wir uns auch noch. Hast du das gesehen? Der hat sich da runtergestellt. Ah, ich glaube, den müssen wir ausmachen. Weil sonst lässt er sich durch, ne? Ja. Okay. Wow. Kleiner war fein. Hol 5 Pfeile. Ach Mann. Wieder gar nichts bekommen hier. Okay, hier müssen wir uns klein machen. Und diesmal müssen wir den mal ausmachen statt an. Alles klar. Gehört halt manchmal auch dazu. So, da haben wir wieder einen goldenen Gegner. Den ignoriere ich aber einfach mal. Ah, ich hätte Steine zerschlagen, habe ich schon wieder vergessen. Nice. Ich muss die Gegner sogar alle töten. Sehr schön. Ha! Gleich alles richtig gemacht. Und eine Schatzkiste. Die Strahlattacke erlernt. Außer Schwertspitze schießen. Aber das ist jetzt... Split Crate. Keine Ahnung, was das ist. Ach, da kann ich insgesamt... Ha! Ich habe keine Ahnung. Leute, ich habe keine Ahnung, wie viele ich habe. Das habe ich jetzt auch noch gar nicht bedacht. Das ist der Dash, oder? Peril? I don't know. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich sag mal 7. Okay? Wenn ihr sagt, da ist was anderes drinne, eine andere Zahl, schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr da mehr aufgepasst habt als ich. Ja, und dann geht's hier in den Dungeon rein. Let's go!
Tor des Windes. Ah, bekommt man hier normalerweise die Grabklauen? Könnte man sich fast vorstellen, oder? Ah, da ist auch nur Geld, oder? Brauche ich nicht. Shit. Dü. Okay, da geht's auch noch weiter. Und da könnten wir auch noch was absahen. Mal gucken. Jo. Das Tropfenelement wurde übertragen. Ja! Durch die Übertragung des Elements kannst du dich jetzt drei teilen. Oh, das ist sehr, sehr gut. Und wieder ein bisschen stärker geworden. Geil. Okay, die Frage ist, wo gehen wir lang? Was sagt denn die Karte? Ganz links gibt es auch noch eine Schatzkiste. Ja, dann gehen wir noch ganz links, oder? Oh. Wir sind jetzt quasi schon eins stärker, als wir sein sollten. So, und Tempel des Tropfens, kleiner Schlüssel. Er hier. Müsste richtig sein, oder? Hey, sau gut. Läuft ja. Okay. Gehen wir mal hier lang. Was sagt die Karte? Okay, hier kriege ich aber gleich for free eine Menge Schatzkisten. Ich glaube, ich gehe erstmal in die anderen Räume rein. Oder hier gibt es doch jetzt direkt... Ach, da oben ist eine Schatzkiste, okay. Sehr schön. Okay, da... Okay, vielleicht bekomme ich auch... Ne, einen Bogen bekomme ich hier vielleicht auch. Schwer zu sagen. Es geht wieder los. So. Weg mit dir. Und da können wir uns direkt die große Schatzkiste holen. Tempel des Tropfens. Jawoll. Jetzt gibt's gut Schlüssel, muss ich sagen. Freu mich. So, machen wir den auch noch weg. So, ich hoffe, die bleiben weg. Oh, hier direkt zwei Schlüssel. Ich würde das erstmal lassen. Ist auch... Hä, ist auch derselbe Weg, oder? Mehr oder weniger. Boss-Schlüssel habe ich sowieso nicht. Hier geht's raus. Warum geht's hier raus? Okay. Ich versuche erstmal alles zu machen, wo ich jetzt keinen Schlüssel verbrauchen muss. Ja! Ja, wie gut. Wie viele gibt's denn? Vier. Einer noch und dann kann ich das ganze Ding hier machen, außer dem Boss halt. Ah, und ein Teleporter zum Boss. Hey, sehr gut. Nice. Läuft? Okay, machen wir erstmal hier weiter. Hier müsst dann auch... Hier brauche ich Minisch, okay. Direkt zwei Schatzkisten geben, oder? Ja, ich bin falsch. Kann ich mich runterfallen lassen? Ne. Okay, warte. Ich brauche mal mein Schwerhert. Warum ist das auf Select? Aha. So. Ja, hä? Geil. Ah, ne, ich hab... Hä? Hä? Gibt es mehrere Boss-Keys oder habe ich den falsch gesetzt? Das ist jetzt die Frage.
Kann ich das irgendwo sehen? Ja, jetzt habe ich ihn, ne? Ich habe ja den... Hä? Das ist die Frage, was... Habe ich irgendwas falsch gemacht? Gute Frage. So, jetzt will ich aber auch noch wissen, was der andere... Falter macht. Macht der eine Schatzkiste? Jo, geil. Ah, nicht so geil. Jo! Alter, wie überragend! Jetzt können wir uns... jetzt habe ich mich wieder groß gemacht. Wir können uns wieder vier teilen, Leute. Nun ist es das Schwert der Vier. Du kannst dich jetzt vier teilen. Lädst du das Schwert mit Energie auf, indem du den Knopf gedrückt hältst und lässt ihn dann los, feuerst du einen Strahl ab. Der versteinerte Mensch von dem Fluch des Hexenmeisters befreit. Ach, okay. Oh, ist das gut. Leute. Hahaha. Wir sind jetzt halt viel stärker als vorher, ne? Und ein Waldschreinschlüssel. Alter. Jetzt gibt's Progress. Hohoho. Heavy nice. Du. Okay, auch hier muss ich mich direkt drei teilen. Jetzt muss ich jetzt. Hä? Hier muss ich jetzt mindestens durch. Bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Hier geht's erstmal raus. Wir gucken mal kurz raus. Ah ne, hier war ich schon. Hier war ich noch nicht drin, okay. Okay, warum sollte ich mich dreiteilen? Hä? Hä? Ist das für den Schalter? Ah, nee, hier. Ah, okay, klar. Ist doch für den Schalter, ne? So, okay. Tür ist offen. Aber hier kann ich mich wahrscheinlich oben klein machen. Jo. Jetzt muss ich das anmachen, das Ding. Alter, Leute, das ist ja sowas von gut hier, was wir hier gerade machen. So, zack. Und dann kann ich auch noch hier rein. Kann ich wieder klein machen, groß machen. Hab einen Shortcut. Kann den Schalter aktivieren. Was auch immer der macht. Und wir brauchen nur drei Schläge. So, was passiert? Schlüssel. Jawohl. Der fällt einmal komplett runter. Ist ja okay, ne? Wir haben, glaube ich, alles abgeschlossen hier. Richtig? Ich glaube, es sollte alles fertig sein hier. Und wir bekommen Tempel des Tropfens. So, genau. Ah. So, müsste es passen. Hier müssen wir... Ah, hier müssen wir als Kleiner auch runterfallen. Oh. Shit. Okay. Der Part ist gleich rum. Mann, wir machen aber gerade so guten Fortschritt. Es kann sein, dass ich schon wieder so viel falsch gesetzt habe, oder? In meinem Tracker. Irgendwie glaube ich das fast wirklich. Okay, wir müssen uns nochmal klein machen und dann als kleiner Bimpf runterspringen. Dann können wir nämlich auch durch den Raum da. Ich denke zumindest, dass das der Sinn der Sache ist, oder? So. Jo. Und jetzt kommen wir hier durch. Und noch einen Schlüssel abkassieren. Hehehe, wie gut. Läuft.
Palast des Windes. Palast des Windes. Das ist jetzt der hier, ne? Ah, ist aber auch verwirrend, dass es zweimal Wind gibt, oder? Tempel des Windes, Palast des Windes, finde ich schon ein bisschen verwirrend. Aber gut, jetzt haben wir hier alles geklärt, würde ich sagen. Wir haben drei Schlüssel, einer fehlt uns eigentlich noch, damit wir alles erkunden können. Okay, ich glaube, ich muss da doch wieder rauskommen hier. Anders gibt's nicht, geht's nicht. Warte mal, irgendwie... Irgendwie muss ich hier rauskommen. Aua, natürlich. So. Perfekt. Hä? Das lief ja sowas von gut. Okay, ja, wir haben jetzt noch vier Schatzkisten. Boss können wir theoretisch auch machen. Geil. Aber ich würde sagen, im nächsten Part machen wir weiter. Dann gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer um. Und wow, aber wir haben echt viel Upgrades bekommen. Nice. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Ich hoffe, ihr habt aufgepasst, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, irgendwas falsch gesetzt habe. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann muss ich hier nochmal was ändern im Item-Tracker. Ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zum Minish Cap Randomizer. Tschüss.